Hi Leute und herzlich willkommen. Und ich habe heute mal einen ganz coolen Gesprächspartner, und zwar die Annela. Die hatte mich auf Facebook angeschrieben bezüglich Dropshipping. Sie hat mir ein paar Fragen gestellt und ich würde sagen, wir gehen diese Fragen jetzt einfach mal systematisch durch, damit du auch eventuell davon lernen kannst und auch profitieren kannst. Und ich würde sagen, Annela, du kannst dich ja einmal ganz kurz vorstellen und einmal sagen, was eure Business-Idee vielleicht ist und dann auch direkt schon zu den Fragen rübergehen oder generell, was euer Konzept ist, dass die Leute das auch mal einmal sich überhaupt verwirklichen können. Genau, super. Also danke dir erstmal für deine Zeit, Kevin. Es geht bei uns darum, dass wir in 3 Tagen den Dropshipping-Store launchen wollen. Wir machen ein Free-Plus-Shipping-Konzept und jetzt haben wir ein paar Dinge schon aufgebaut, aber es gibt noch ein paar letzte Fragen, wo ich jetzt festgestellt habe, die sind so kritisch, dass ich unbedingt mit einem Profi darüber sprechen möchte. Und deswegen habe ich dich auch angeschrieben und würde einfach direkt mal starten mit der ersten Frage. Ja, genau, sehr gerne. Also genau, wir fangen damit an. Wir haben das Shop-Demise-Theme verwendet. Ich glaube, das ist ein relativ bekanntes Theme für Shopify. Das verwendet einiges an Conversion-Hacks, wie zum Beispiel, dass da steht auf der Produktseite, 10 andere Leute schauen das gerade an oder 5 andere haben das gerade gekauft. Und was ich jetzt gehört habe, ist, dass man das in der EU oder in Deutschland vielleicht in der Form nicht verwenden kann. Und da wäre die Frage allgemein erstmal, was hältst du von den Shop-Themes für Deutschland und die EU und wie man das vielleicht umgehen könnte? Also man möchte ja dennoch auf der Seite viel Conversion haben und ein paar Tricks anwenden. Wie kommt man da möglichst nah dran, ohne jetzt gegen Gesetze zu verstoßen, großartig? Also grundsätzlich bin ich immer gegen dieses Shoptimize-Theme. Wir haben es selber auch mal ausgetestet. Es hat bei uns nicht wirklich an Conversion. Es hat nicht viel gebracht, bin ich ganz offen und ehrlich zu dir. Aber ich möchte dir mal einen Unterschied zeigen zwischen Shoptimize und nicht Shoptimize. Und du sagst mir jetzt einfach mal, was du besser findest, okay? Also was du Okay. sagst, sieht besser aus. Und das sind jetzt beides zwei deutsche Stores. Aber nochmal eben zu der Frage zurückzukommen, ist es in Deutschland erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Generell ist es in Deutschland nicht erlaubt, dieses Shoptimize-Theme zu benutzen. Der und der guckt das gerade an, der und der hat das gekauft. Das kann man natürlich auch umgehen. Und der zweite Nachteil ist bei diesem Shoptimize-Theme, dass eben deine Seite extrem langsam lädt durch dieses Plugin. Das heißt, kurzes Beispiel, wenn ich jetzt im Zug sitze und ich will jetzt auf deine Webseite gehen, habe aber eine schlechte Internetverbindung. So, jetzt will ich auf deine Webseite gehen, aber die Webseite, die lädt mir einfach zu langsam, weil die einfach voll mit Plugins ist oder die Bilder sind zu groß. Und was macht dann der Kunde? Der sagt, okay, gucke ich mir zu Hause an, klickt das weg, weil ihm das zu langsam lädt. Aber der Kunde, der wird zu 80%, wenn er zu Hause ist, nicht wieder auf diese Seite gehen. Und deswegen bin ich da. Also bei unseren Pages ist es generell so, dass sie sehr, sehr schlicht aufgebaut sind und trotz dessen sehr, sehr gut konvertieren, weil wir einfach eine sehr, sehr hohe Ladegeschwindigkeit haben. Also wir haben einen ganz, ganz großen Page Speed. Und wir haben mit Abstand, wir sind sogar vom Page Speed noch ein bisschen besser als Amazon. Und darauf haben wir eben sehr, sehr viel Wert gelegt. Ich kann mal eben meinen Desktop hier Mach das teilen. mal. Siehst du Wir meinen haben auch Desktop? sehr viel, ja, wir haben auch sehr viel Wert auf Speed gelegt und Shoptimize wirbt damit, dass die besonders schnell sind. Gerade deswegen haben wir die ausgewählt, weil wir wissen, dass das sehr wichtig ist. Ja, genau. Also die sind generell ist es so, die sind echt schnell. Schneller, als wenn du die ganzen Plugins einzeln Okay. installierst, genau Aber so. dennoch nicht so. Okay. Genau, dennoch sind sie noch nicht so, so, wie soll ich sagen? Oh, jetzt habe ich hier. Siehst du diese Lice hier oben? Nee, ne? Ja, doch, die sehe ich. Die auch? Oh, das ist ja okay. Okay, ich zeige dir mal zwei Seiten. Wir fangen mal mit der Seite hier an, die arbeitet mit dem Shoptimize-Theme und ist auch eine deutsche Seite. My Daily Yes heißt die. So, du siehst ja, okay, was fällt dir auf der Seite, wenn du dir jetzt so anschaust? Ja, dass es ein Shop-Team-Team ist, also dass die ganzen Genau. Hexer angewendet Und werden. ist eine deutsche Seite. Das heißt, die benutzen das in Deutschland und es ist bisher noch nichts passiert. Also generell ist es so, wenn du es in Deutschland verwendest, es ist überhaupt nicht schlimm. Und ich sag mal, für den Anfang würde ich es auf jeden Fall verwenden, ne? Wenn ihr das wirklich verwenden wollt und all diese Themes verwenden wollt. In meinen Augen persönlich, wenn ich jetzt im Auge des Betrachters, mich stört das alles hier, dieses 11 Stück in oder dass das Ding hier wackelt oder das schon verkauft, Okay. das hier, das. Also das ist für mich zu viel auf einmal, finde ich, ne? Jetzt zeige ich dir mal eine andere Seite. So, was fällt dir hier auf? Okay, kürzer, cleaner, weniger Ablenkung. Weniger Ablenkung, kein einziges Plugin und lädt schnell, oder? Also, wenn man, ja gut, ich kann es jetzt schlecht zeigen, aber Nee, also gefühlt, es lädt ja. wirklich sehr, sehr schnell. Und das ist eben der Unterschied, den ich dir jetzt hier zeigen will zwischen Shoptimize, ne, was
total unübersichtlich ist in meinen Augen her und was einfach total scheiße konvertiert, warum nicht sowas machen, was genauso gut konvertiert? Finde okay, ich. Ja, und das sagst du aus Erfahrung. Also es konvertiert auf jeden Fall auch. Wir haben es bei dieser Seite auch mal mit Shoptimize getestet und es ist total scheiße. Also es und läuft. Was ist das für ein Theme oder habt ihr es selbst programmiert? Das ist das Debut-Theme, beziehungsweise in diesem Falle hier haben wir jetzt, muss ich mal eben gucken, das ist Brooklyn, meine ich. Das müsste, also generell bei Themes, bei Shopify kann ich dir sagen, wie, ich muss mal eben mein Dings hier, generell zu den Themes kann ich dir sagen, bietet Shopify sehr, sehr, sehr gute Themes an, die kostenlos sind. Meine Empfehlung in eurem Fall, da du mir jetzt gerade schon mal deine Produktseite gezeigt hast, beziehungsweise deinen Shop, empfehle ich euch das Brooklyn Theme, wenn ihr nicht mit Shoptimize arbeiten wollt. Brooklyn ist ein kostenloses Theme von Shopify, was für Textil oder generell für Klamotten und für Kleidung sehr, sehr, sehr gut konvertiert. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen in eine andere Branche, wir wollen jetzt, keine Ahnung, irgendwie Stifte oder Papier verkaufen, dann eignet sich die Debut-Theme sehr gut. Also das sind die beiden Themes von Shopify, die kostenlos sind und die wirklich sehr, sehr, sehr gut konvertieren und auf denen man wirklich gut aufbauen kann. Das ist so, okay, was ich zu Shoptimize sagen kann. Also persönlich, ich bin kein Fan davon. Man kann es gerne austesten. In Amerika zum Beispiel, da du ja sagtest, dass ihr euch auch auf den amerikanischen Markt präsentieren wollt, läuft das sehr, sehr gut, weil die Amerikaner, die stehen auf sowas. Ja? Die stehen, wenn gespammt wird, die mögen das, wenn dann ein Button kommt, trage dich zum Newsletter ein und die fahren da voll drauf ab. Und der Deutsche, der ist ja immer so ein bisschen, der ist so ein bisschen spezifischer, sage ich mal. Der ist so mehr der Skeptiker. Und wenn der dann sieht, oh, was soll das denn alles hier, dann verschwindet der meistens ganz schnell wieder. Aber trotz dessen kann es auch gut laufen. Ich würde es einfach mal beides testen. Okay, super Tipp. Vielen Dank. Nächste Frage, Thema Zahlungen. Wir erwarten, also wenn alles so läuft, wie wir es planen, erwarten wir in 3 Tagen extreme Umsätze, weil wir in 3 Tagen eine große Marketing-Aktion fahren mit Influencern. Daher haben wir so ein bisschen die Befürchtung, was sagen unsere Banken zu diesen ganzen Transaktionen? Wir hatten zum Beispiel ein Konto bei der N26 Bank, ein Geschäftskonto, und da habe ich jetzt herausgefunden, dass wir dort nur 5.000 Euro am Tag bezahlen können. Und wir müssen ja natürlich täglich bezahlen, weil wir die Produkte, so wie sie bei uns bestellt werden, beim Hersteller bezahlen und bestellen müssen. Und da wäre die Frage, hast du da Erfahrungswerte? Geht man da am besten zu seiner eigenen Bank? Und ja, wie macht man das mit den Zahlungen mit dem Händler am besten? Und ganz kurz noch, ich weiß, dass es in Shopify so ist, dass wenn man zum Beispiel Stripe hat, dass Stripe nur alle 7 Tage auszahlt. Und das heißt, man wartet 7 Tage auf dieses Geld und dann bestellt man es erst. Dadurch werden die Lieferzeiten ja nochmal länger. Ist das so? Nein, also bei Stripe kann ich dir sagen, der Kunde, das Geld wird ja von Stripe einbehalten. Das heißt, das Geld ist schon da. Du bekommst es halt nur in 7 Tagen erst. Das ist aber nicht schlimm. Du kannst die Ware trotz dessen schon wegschicken. Also da mach dir keine Gedanken. Das ist bei uns auch so. Das Geld bekommst du auf jeden Fall. Ja, das Geld ist ja von der Kreditkarte vom Kunden ist es ja weg. Und das ist jetzt nur bei Stripe, eben aus Sicherheitsgründen. Und du kannst aber innerhalb dieser 7 Tage die Ware auf jeden Fall schon versenden. Dann sagtest du bezüglich Bank, kann ich dir so empfehlen, die N26 Bank ist ja mehr so eine Handy-App, sage ich, also mehr so eine Handy-Bank, finde ich. Das ist ja für sowas, gerade Geschäftskonten, ist es sehr schlecht geeignet, die Bank. Ich finde, wenn wir jetzt im Thema Online-Bank sprechen, finde ich die Fidor Bank sehr, sehr gut. Die bezieht sich sehr gut auf Geschäftskonten. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Bank. Gerade im Online-Marketing ist die Fidor Bank sehr, sehr gut. Eben auch, weil sie mit Bitcoin verbunden ist. Ne? Also das ist jetzt keine direkte Bitcoin-Bank, aber das ist eben für Online-Marketing eines mit Abstand der besten Banken. Und ansonsten, wir haben es so, dass wir einmal Fidor benutzen und auch unsere Hausbank. In unserem Fall ist es jetzt hier die Sparkasse Deutschland, die uns da wirklich gut unterstützt. Und das finden wir. Es ist immer besser, finde ich, wenn man einen persönlichen Ansprechpartner hat. Ne? Deswegen, wenn du jetzt sagst, bei Fidor zum Beispiel, da hast du keinen persönlichen Ansprechpartner, du musst da eine Mail hinsenden oder kannst anrufen und bist dann 20 Minuten in der Warteschleife. Und bei deiner persönlichen Hausbank, da kannst du hingehen, fragen, was ist es? Ist vielleicht auch ein bisschen teurer, aber grundsätzlich würde ich sagen, bleib bei der Hausbank, da bist du am sichersten aufgehoben und die können dich auch beraten und dann bist du rechtlich immer auf der sicheren Seite. Okay, und bei der Fidor Bank hast du keine Limits? Nein, du hast kein Limit. Als Geschäftskunde kein Limit. Sehr gut. Ich habe auch sehr viel recherchiert im Bereich, welche Online-Bank wir nehmen. Und die N26 sah am Ende gut aus, aber die Fidor war natürlich mit auf der Liste. Hätte ich dich mal vorher gefragt, weil limitlos ist natürlich ein großer Faktor. Ja, das bietet Fidor an für Geschäftskunden.
Die N26 Bank, wie gesagt, das ist, ich habe mich jetzt auch bei der N26 Bank registriert, weil ich die Kreditkarte so geil fand, weil die so schick aussieht. Ja, aber dann habe ich auch schnell festgestellt, dass es keine Bank ist für Geschäftsleute, weil es wirklich gar nicht. Ist. Da kann man mehr auf dem Handy mitmachen, als wenn ich auf dem Desktop damit arbeite mit der, mit der App. Das stört mich so ein bisschen. Und wenn wir bei Zahlungen gerade sind, zum Thema PayPal auch, ich habe nur von Leuten gehört, bloß nicht PayPal, weil die behalten dein Geld ein und die frieren das Konto ein. Und ich habe zweimal mit PayPal-Leuten telefoniert, weil ich das genau wissen wollte. Und die sagten mir, das gibt's gar nicht. Also das passiert nicht wirklich. Und wenn, dann ruft man da an und man sagt, was man gemacht hat. Klar, wenn man jetzt vielleicht mit Koks gehandelt hat, ist nicht so gut. Aber wenn man einfach nur Dropshipping betrieben hat, ist es schon in Ordnung. Wobei viele sagen auch, dass PayPal Dropshipping nicht mag. Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, also bei uns ist es so, 80% der Käufe kommen über PayPal. Wenn du kein PayPal hast, dann kauft keiner mehr bei dir, weil die Leute sich nicht sicher genug fühlen. Weil PayPal hat eben dieses sogenannte Käuferschutzprogramm. Das Käuferschutzprogramm funktioniert so, PayPal behält das Geld ein von dir, allerdings nur einen gewissen Teil. In unserem Fall, ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind 20% immer. Das heißt, von jedem Einkauf 20% behält PayPal immer für 30 Tage ein. Dein Leben lang, immer, 20%. Also so haben wir das jetzt geregelt. Ne? Ich weiß, es gibt da wahrscheinlich auch Unterschiede, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber grundsätzlich behält PayPal dein Geld ein, aus Sicherheitsgründen, damit du Geld auf Reserve hast, falls sich ein Käufer beschwert. Dass sich ein Käufer beschwert bei PayPal ist aber relativ unwahrscheinlich. Sobald der Käufer bestellt, bekommt er eine Bestellbestätigung. Das ist schon mal die erste Sicherheit für den Kunden. Und danach, wenn du die Ware versendest, bekommt er eine Tracking-Nummer oder eine Sendungsnummer, eine Nachverfolgungsnummer. Und anhand dieser Nachverfolgungsnummer kann der Kunde euch generell gar nichts mehr. Also im PayPal-Fall als Verkäufer zu gewinnen, ist im Dropshipping sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Viele sagen ja immer, bitte nicht mit PayPal Dropshipping machen, da verlierst du jeden PayPal-Fall. Wir gewinnen jeden PayPal-Fall, weil es gibt die Möglichkeit, dass du deinen Hersteller fragst nach einem sogenannten Shipment Slip, heißt das, also eine Versandbestätigung. Und wenn jetzt ein Käufer einen PayPal-Fall aufmacht und den an PayPal weiterleitet, dann läuft das so ab, dass PayPal jetzt von dir weitere, weitere Sachen anfordert, also einen Versandnachweis oder irgendwie eine Bestätigung, dass du den Artikel wirklich versendet hast. Da kannst du dann entweder sagen, hier ist die Sendungsnummer, da seht ihr genau, an dass der Artikel dann und dann verschickt wurde. Und ihr seht des Weiteren, dass auf unserer Produktseite steht, dass es 2 bis 3 Wochen dauern kann, bis die Ware da ist. Für PayPal ist der Fall abgeschlossen oder eben du sendest den diesen Versandnachweis als PDF-Datei einfach hinsenden und die Sache ist dann geregelt. Und dann und auch relativ schnell wahrscheinlich. Genau, also es dauert 2-3 Tage und dann entscheidet PayPal sich für dich und dann bekommst du auch das Geld. Also PayPal friert das Geld nur aus sicherheitstechnischen Gründen, also aus Sicherheitsgründen ein für den Kunden, also für den Käufer. Ansonsten ist PayPal ja sehr, sehr käuferorientiert, aber ich würde PayPal auf jeden Fall integrieren. Wenn wir PayPal nicht hätten, ich glaube, dann würden wir jetzt nur noch Minus machen. Das sagen sehr, sehr viele tatsächlich. Genauso aber wiederum, wie viele sagen, dass das total schwierig ist mit dem Freeze und so. Aber wie gesagt, ich habe auch herausgefunden, dass das halb so wild ist, wie es immer dargestellt wird. Ne? Kannst du prozentual was zum Thema sagen, wie viele Disputes ihr so bekommt auf 100 Bestellungen? Auf 100 Bestellungen wirst du immer 10 Leute dabei haben, die sich bei PayPal beschweren. Ja, 10 ist zu viel, 10 ist zu viel. Wirst du 2 bis 3 dabei haben, die sich immer beschweren bei PayPal. Also die erste Möglichkeit, die es ist, die Kunden, die gehen meistens immer erst den einfacheren Weg, weil viele wissen gar nicht, dass man sich bei PayPal beschweren kann. Und das ist auch sehr umständlich für den Kunden. Die meisten, die gehen her und gucken, ob man euch irgendwie kontaktieren kann durch Telefonnummer oder ob man euch in eine E-Mail schreiben kann, wann ihr antwortet. Und wenn ihr denen da schon konkrete Infos gibt, wann der die Ware erhält oder was mit der Ware los ist, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ihr noch gleichzeitig einen PayPal-Fall aufmacht, weil das wird ja keinen Sinn ergeben. Und wenn ein PayPal-Fall geöffnet ist, dann habt ihr auch keine Möglichkeit, dem Kunden das Geld über Shopify zurückzugeben. Also ihr habt keine Möglichkeit mehr in Shopify mit dem Auftrag zu arbeiten, weil Shopify den Auftrag ebenfalls einfriert, weil er eben an PayPal übergeben wurde. Und dann könnt ihr dem Kunden per E-Mail auch sagen, wir können leider nichts machen, du hast einen PayPal-Fall eröffnet, jetzt müssen wir abwarten, was PayPal sagt. Und wenn PayPal sagt, Verkäufer hat gewonnen, dann hat der Käufer in dem Falle Pech gehabt. Okay, super. Passend zum Thema Disputes wäre die Frage noch, ich kenne aus einem Dropshipping-Kurs den Tipp, dass es ganz wichtig ist, ganz früh klar zu machen, dass die Person sehr, sehr lange auf das Shipment warten wird. Und auch nicht nur irgendwo im Text, weil natürlich wird diese Beschreibung kaum gelesen, sondern direkt am besten im Titel vom Produkt, dass man sagt,
kann bis zu 20 Tage dauern. Wie wichtig findest du, dass man das macht? Und ich habe jetzt auch von dir erfahren, dass ihr einen Weg gefunden habt, diese Shipping-Zeit sehr, sehr kurz zu halten. Ist das was, was unser einer, der vielleicht anfängt und klein ist, das auch machen kann? Oder müssen wir mit den längeren Versandarten leben? Und wie gehen wir mit diesen Versandarten um? Weil ich denke, wenn die Person weiß, dass es sehr lange dauert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Fall aufmacht, nochmal geringer. Also grundsätzlich ist es so, ich empfehle dir, natürlich, du musst es erwähnen. Wie du es erwähnt, ist egal. Ob es einfach nur in den AGB stehst und du den Kunden gar nicht darauf aufmerksam machst, das kannst du auch machen, ist aber nicht kundenfreundlich. Wir machen es so, dass wir, wie gesagt, wir machen in der Beschreibung, schreiben wir ganz, ganz unten rein, Achtung, aufgrund der hohen Nachfrage beträgt die Lieferzeit derzeit 2 bis 3 Wochen. Das machen wir fett und unterstrichen, sodass man es auch sehen kann und nicht, dass es irgendwie so ganz klein ist, sodass der Kunde sagen kann, ja, das steht so klein und das kann ja kein Mensch lesen. Grundsätzlich ist es so, bei uns sind die Beschreibungen auch relativ lang. Also wir schreiben erstmal einen schönen Text mit einer Frage, also einen schönen Verkaufstext mit Bullet Points und dann noch ein Video und dann noch Bilder, sodass die Kunden gar nicht bis nach ganz unten scrollen, sodass sie diesen Text meistens erst gar nicht lesen, aber dann trotzdem bestellen. Und das ist der Trick dahinter. Wenn sich jetzt ein Kunde beschwert bezüglich der Lieferzeit, dann sagst du einfach, lest du bitte nochmal die Produktbeschreibung genau durch. Da haben wir zum Beispiel ein Template zu erstellt, weil es sind echt 90% der Anfragen, der E-Mail-Anfragen sind immer die gleichen. Wann kommt meine Ware? Und das funktioniert bei uns schon mittlerweile automatisiert. Und danach haben die Kunden auch immer Verständnis. Oh, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen, dann warte ich halt noch. So. Zusätzlich dazu würde ich dir empfehlen, noch ein FAQ zu schreiben, ein ausführliches FAQ, auch gerade was die Lieferzeit und Versandart angeht. In dieses FAQ würde ich auch nochmal reinschreiben, dass die Lieferzeit eben lange ist, beziehungsweise wenn unter der Frage, wie lange dauert die Lieferzeit, 2 bis 3 Wochen einfach reinschreiben. Lesen sich auch nicht viele Kunden durch. Bevor sich ein Kunde das FAQ durchliest, schreibt er lieber erstmal eine Mail. Ist leider so. Das aber stimmt. Einfach haben, das ist immer ganz wichtig, dass du ein FAQ hast und eben auch das Ganze in der Produktbeschreibung schreibst. In den Titel auf keinen Fall, das schreckt den Kunden nur ab, das würde ich sein lassen, also das bringt nichts. Okay. Das ist interessant, dass du das sagst, weil tatsächlich der Tipp war in diesem Kurs auch von einer relativ bekannten Person aus dem Bereich Dropshipping in den USA, dass man es sehr klar machen soll. Wahrscheinlich, weil er mit vielen Disputes Probleme hatte oder so, ich weiß es nicht, aber das, was du sagst, macht Sinn, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man nachfragt, wo ist mein Produkt und du sagst, hey, das stand da drin, du hast es übersehen, dass dann der Kunde sagt, ach so, okay, dann warte ich halt noch meine 8, 7, 9 Tage. Generell solltest du immer ethisch, korrekt und ehrlich bleiben. Also du solltest jetzt nicht auf die Abzockertour drangehen, weil dann natürlich wird das auch was, aber das wird langfristig nichts werden und ich finde, dass man immer ethisch korrekt bleiben sollte und auch den Kunden darauf hinweisen sollte, wie es genau ist. Mhm. Genau. Und dann hatten wir ja gesagt, nochmal wegen der Versandart, hattest du ja nochmal gefragt. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, auch für kleinere Unternehmen, gerade bei uns, wir sind ja, wir machen es ja mittlerweile über DHL, weil wir einen speziellen Vertrag haben und da auch unsere Kosten mitdecken können und es eben schneller ist, gibt es die Möglichkeit über 4PX, 4PX heißt die Versandart und das sogenannte E-Package. Viele wählen immer das E-Package. Nachteil beim E-Package ist, es ist sehr teuer, finde ich. Also es kostet, glaube ich, zwischen 2 und 5 Euro. Das ja. Bestimmen die Händler, glaube ich, immer unter sich. Ich glaube, da gibt es gar keinen festen Preis. Ich glaube, die sagen einfach, das ist so teuer. Ob es so teuer ist, weiß im Endeffekt keiner. Ich vermute auch, dass die viel an diesem E-Package verdienen. Der Vorteil beim E-Package ist natürlich, es ist schnell. Es wird in Deutschland mit der DHL und mit Hermes ausgeliefert und man hat eine Sendungsnummer. Mhm. 4PX oder 4PX, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, ist 1:1 das gleiche wie E-Package, nur dass es günstiger ist. Aber die Sendungsnummer bekommst du auch. Es ist auch, wird in Deutschland mit DHL oder Hermes ausgeliefert. Und deswegen würde ich zu 4PX oder 4PX wechseln oder generell 4PX anpendeln, wenn es möglich ist. Die meisten bieten das an und es ist auch wesentlich günstiger. Es ist sehr, sehr viel günstiger und du hast eben... wie gesagt, du hast auch eben eine Sendungsnummer, die du auch im Fall der Fälle bei PayPal angeben kannst. Und wie ist das, wenn man mit zum Beispiel AliExpress shippt für den Anfang, wenn man mit denen zusammenarbeitet und da wird jetzt 4PX nicht angeboten? Würde man dann seinen Händler anschreiben und sagen, lass uns einen Rahmenvertrag machen oder einen eigenen Vertrag? Dann ist ja dennoch das Problem, du musst es ja irgendwo bestellen, das Produkt. Und da ist ja, auf AliExpress gibt es ja kein 4PX dennoch. Also bei AliExpress wird ja sehr, sehr viel über China Post gemacht. Bei China Post ist ja das Problem, da geht sehr, sehr viel verloren und es dauert manchmal auch 40 Tage, bis es ankommt.
Deswegen finde ich, China Post oder generell über AliExpress bestellen ist okay, aber für die Masse auf keinen Fall. Da würde ich mir dann einen externen Händler finden, einen externen Händler suchen. Ich kann dir da meine Händlerakquise schicken, wenn ihr noch gar keinen Händler habt zurzeit, wie man einen Händler anschreibt. Mega. Und mit dem Händler tauscht ihr in der Regel Skype-Kontakte aus. Und ich sage mal so, alle Händler, die ihr anschreibt über AliExpress, wenn du 10 anschreibst, 3 antworten dir immer. Einer antwortet dir unausführlich, einer beantwortet dir nur die Fragen, die du stellst und einer antwortet dir sehr, sehr ausführlich. Und dann nimmst du den, der dir sehr, sehr ausführlich geschrieben hat. Der schreibt auch in der Regel schon seinen Skype-Namen mit rein und dann macht dir den Rest da, erledigt dir den Rest in Skype und er sagt dir auch genau, wie es abläuft. Er sagt dir dann, du musst eine Excel-Liste vorbereiten. Es gibt ja verschiedene Wege, die Bestellungen automatisiert in eine Excel-Liste übertragen zu können per Google Drive. Und diese Liste, die muss er dann immer bekommen. Die schickst du ihm und läuft das so ab. Er fügt dann die ganzen Sendungsnummern ein in diese Liste, schickt dir die Liste wieder zurück und du hast alle Sendungsnummern auf einen Blick. Und meistens auch zu 90% benutzen die Händler immer 4PX oder 4PX. Also okay, wenn du einen Händler hast, der jetzt nicht über AliExpress, der auch über AliExpress verkauft, aber der jetzt nur mit dir zusammenarbeitet, ne? Gerade im Dropshipping. Und das machen eigentlich viele, viele wollen mit Dropshippern, gerade aus Deutschland. Oder wenn die sehen, okay, der kommt aus Deutschland, wollen die generell zusammenarbeiten. Das heißt, dieses ganze Thema fällt weg, wo man zum Beispiel mit Oberlo auf einer Webseite Daten automatisch übertragen lässt. Man führt nicht händisch, das heißt, man kann man ja automatisieren, aber man führt also diese Excel-Liste und die schickt man täglich rüber und die kriegt man täglich zurück. Oder also ist das dann so ein bisschen zeitintensiver alles? Also Oberlo generell ist für uns ist das nichts. Also wir haben da, ich finde das jetzt nicht so toll, Oberlo, zumal es auch sehr teuer ist, finde ich. Bei uns läuft es mittlerweile so ab, wir haben eine Homepage gebaut per Google, über Google Sites und da werden automatisiert, gehen ja die Bestellungen in diese Liste rein, in diesen Google Doc, in diesen Google Sheet ist das, genau. Und die Bestellungen, die da reinkommen, die kopiert sich unser Händler, der kopiert sich die einfach raus, das ist quasi seine Aufgabe, ohne dass wir ihm was schicken müssen, er kopiert sich die raus und dann schreibt er, dann, wenn er die Sendungsnummern hat, das macht er meistens einmal pro Woche leider nur, aber das reicht vollkommen aus, macht er einmal pro Woche, schreibt er dann die Sendungsnummern rein und dann kopieren wir das einfach und dann tun wir das in ein Tool rein, was dann die ganzen Sendungen automatisch fulfillt. Okay, also da ist schon ein cleverer Prozess dahinter. Das klang jetzt so ein bisschen aufwendig, aber okay, cool. Also er macht das so grundsätzlich so, bei uns zum Beispiel, er schreibt nur einmal pro Woche die ganzen Sendungsnummern rein, verschickt die Ware aber innerhalb von 48 Stunden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Montag bestelle und am Sonntag schreibt jetzt die Sendungsnummern erst rein, aber ich die Sendungsnummer jetzt tracke, dann sehe ich, dass das Paket schon seit Dienstag unterwegs ist. Mhm. Und deswegen, wir haben auch in unseren Bestellbestätigungen drinstehen, ich weiß gar nicht genau, wie der Text ist, aber nachdem du wir informieren dich, bis dein Paket versendet wird, innerhalb der nächsten 7 Tage. Das heißt, dass der Kunde jetzt weiß, okay, jetzt kann ich 7 Tage warten oder jetzt muss ich mindestens oder maximal 7 Tage warten, bis ich meine Sendungsnummer bekomme. Mhm. Das heißt, da haben wir auch wieder einen kleinen Trick gemacht, dass wir den Kunden nicht verwirren und dass wir den auch nicht tatsächlich nicht verarschen, ne? Genau, das ist echt clever. Und dieses Thema, wo du eben meintest, ihr habt eine eigene Webseite gebaut, die das irgendwie handelt, ist das was man bei euch bekommt im Coaching oder im Kurs? Oder? Genau. Wir zeigen dir, generell bei uns im Coaching haben wir uns ja darauf spezialisiert, einen automatisierten Shop aufzubauen, sodass du am Strand liegen kannst eine Woche lang, ohne dass du genervt wirst, ohne dass du was machen musst. Das ist unser Ziel in unserem Coaching und das zeigen wir unseren Teilnehmern. Wir haben ein Bonusmodul zum Beispiel aufgebaut, wo wir zeigen, wie das Ganze automatisiert funktioniert. Wir zeigen dir, wie man eine externe Website aufbaut, wo dein Supplier oder dein Händler zugreifen kann, wo du ihm Zugriff drauf gibst, auf deine Google Drive-Dokumente, die er sich automatisch runterladen kann und er lädt die dann einfach nur wieder hoch und du machst einfach nur Drag and Drop. Das ist total easy. Mega. Ja, echt mega. Ich meine, wenn es jemand gebaut hat, ist es mega. Wahrscheinlich sich da reinzufuchsen, ist der Aufwand. Ja, wir zeigen das schon. Also das ist nicht schwer. Mhm. Es ist natürlich ein bisschen Aufwand, aber es ist einmal Aufwand und dann nie wieder. Ich finde, besser einmal Aufwand haben, als jeden Tag Aufwand.
Ja, sehe ich auch so auf jeden Fall. Letzte Frage zum Thema Händler. Unseren Händler für unser Hauptprodukt habe ich angeschrieben gehabt und ihn, er ist von AliExpress und ich habe ihn gefragt, ob wir außerhalb von AliExpress uns einigen können. Und er sagte tatsächlich nee, weil ich weiß nicht warum, wahrscheinlich habe ich ihn nicht so gut angeschrieben. Also da kommt es wahrscheinlich sehr drauf an, was man der Person sagt und wie man es formuliert, oder? Weil warum sollte er es nicht tun? Außer dass er vielleicht denkt, wir sind nicht professionell genug oder wir sind kein ernstzunehmender Kunde. Grundsätzlich ist es so, wenn man einen Händler anschreibt, das kann ich dir auch gleich mal in meiner Händlerakquise zeigen, ist es immer so, du musst dich als Profi ausgeben, du musst dich als der geilste Dropshipper der Welt ausgeben, also wirklich, du musst sagen, ich kann dir am Tag 500 Bestellungen liefern, du musst ihn auch so ein bisschen erpressen, aber nur dann, wenn wir das Ganze privat regeln können. So funktioniert das. Also du musst wirklich sagen, dass du Profi bist. Du darfst auf keinen Fall sagen, dass du Anfänger bist oder jetzt neu bist. Du musst schon wirklich sehr, sehr selbstbewusst rangehen und den Händler für dumm verkaufen. Also so tun, als wüsste der gar nicht, was Dropshipping ist. Du musst den wirklich für dumm verkaufen und dann wird das auch immer was. Und wirklich sagen, ich kann 500 Bestellungen am Tag machen, auch wenn du vielleicht nur 5 machst, ist ja völlig egal. Und ganz, ganz selbstbewusst an die Sache rangehen und dann einigt man sich sehr, sehr schnell und dann sagt er auch, okay, dann machen wir das. Da lag auch mit Sicherheit mein Fehler. Ich habe ihn nicht erpresst. Ich habe gesagt, hey, wir möchten gerne mit dir arbeiten. Es wäre toll, wenn wir das außerhalb regeln könnten. Aber natürlich ist es anders, wenn man sagt, es geht nur, wenn wir uns außerhalb regeln können. Genau. Okay. Und auch wichtig, gerade bei deinem Produkt, es gibt ja mehrere Händler, die das anbieten. Es gibt ja mehrere Varianten von diesem Produkt. Und meistens ist es so, diese Händler auf AliExpress, die können auch mehr anbieten, als die haben, also mehr, als die im Shop haben. Zum Beispiel unser Händler, wir haben ja einen exklusiven Händler, der kann alles besorgen. Der kann wirklich alles besorgen und zwar, das, weil in China, das ist so wie ein kleines Dorf, da kennt sich jeder, da kennt jeder jeden. Mhm. Also der eine Händler kennt den anderen. Wenn du jetzt Elektroartikel brauchst, dann weißt du sofort, okay, da muss ich den und den schreiben und so funktioniert das. Deswegen ist es wichtig, schreib einfach mal mehrere Händler an, 10, 20, 30, 40 Stück ruhig, auch die vielleicht komplett andere Produkte verkaufen, aber schon so in deine Richtung gehen. Und da sind immer welche mit bei. Ich sag mal, wenn du 40 anschreibst, sind bestimmt 5 dabei, die sagen, okay. Mhm. Findest du es denn immer notwendig, auch die Sachen erstmal sich zuschicken zu lassen und persönlich gesehen zu haben? Oder sagst du, wenn der eine gute Bewertung hat und viele Bestellungen schon generiert hat, dann kann man dem auch vertrauen und muss das Produkt nicht gesehen haben? Auf keinen Fall. Also wir haben es noch nie so gemacht. Wir bestellen die Produkte immer erst, weil ich will wissen, was ich verkaufe. Mhm. Ich will wissen, was ist das überhaupt, was ich da den Leuten anbiete und ich will da nicht für irgendwas haftbar gemacht werden, was eigentlich voll scheiße ist oder irgendeine Billigkacke verkaufen für einen Mondpreis, ja, also irgendwie für 100 Euro und das Produkt ist nicht mal einen Euro wert, so wie es verarbeitet ist. Deswegen, ich bestelle es mir grundsätzlich einmal nach Hause, einmal um zu gucken, wie ist die Verpackung, kommt es heile an und eben auch, wie ist die Qualität des Produktes. Ja? Das ist immer, finde ich, sehr, sehr wichtig. Wenn es jetzt nach einmal benutzen schon kaputt geht, dann erfüllt es den Zweck nicht. Und das macht meinen Namen kaputt, das macht meinen Ruf kaputt und das macht meinen Shop kaputt, finde ich. Weil wenn du dir jetzt einen Namen aufgebaut hast und dann fängst du an, irgendein Billigprodukt zu verkaufen, was du gar nicht getestet hast, sondern du verkaufst es einfach blind, dann leidet der Name sehr darunter. Und das würde ich immer vermeiden oder versuchen zu vermeiden, auf jeden Fall. Okay, super. Wie kritisch findest du denn das Thema Bilder? Es kommt natürlich darauf an, wie weit oben man einsteigt. Ich glaube, als neuer Dropshipper, was die meisten machen, sie nehmen Bilder vom Hersteller und der ganze Shop ist zusammengewürfelt, verschiedenste Bilder, verschiedenste Qualitäten. Wie wichtig findest du das für die Conversion? Also natürlich ist es am optimalsten, wenn du deine eigenen Bilder hast, aber für die Leute ganz am Anfang, wie kritisch ist dieses Thema? Ich muss ehrlich sagen, wir benutzen auch die Bilder von AliExpress. Ah, okay. Bei manchen Shops von uns, aber wir haben auch einen Shop, wo wir alles selber gemacht haben, also wo wir fotografiert haben oder die Produkte fotografiert haben lassen. Grundsätzlich finde ich die Bilder von AliExpress nicht schlecht. Man kann ja in die Beschreibung scrollen und die Beschreibung sich genau angucken und in der Beschreibung findet man ja hochqualitative Bilder. Mhm. Wichtig ist nur, dass diese Bilder auch hochqualitativ bearbeitet wurden, sage ich mal. Also am besten sind immer Bilder auf einem weißen Hintergrund, weil Shopfarbe, der Hintergrund muss immer weiß sein. Das konvertiert am besten, wenn der Hintergrund weiß ist. Und deswegen passt es nicht, wenn da dann auf einmal ein schwarzes Bild mitten reinkommt oder ein Produkt, was auf einem schwarzen Hintergrund ist. Deswegen sage ich, die Bilder von AliExpress sind gut, die kann man verwenden. Man muss natürlich genau bedenken, welches Bild nehme ich als Hauptbild. Das heißt, was der Kunde sofort sieht und was im Shop sichtbar ist. Alles, was dahinter ist, also wenn danach ein buntes Bild kommt, ist völlig egal, weil das siehst du ja erst dann, wenn du auf die Produktseite gehst.
Was ich sagen will, ist, die Bilder, die müssen immer 1000 mal 1000 Pixel bearbeitet sein. Wenn du jetzt aber ein Bild hast, das ist irgendwie 890 mal 680 Pixel, dann kriegst du es nicht auf 1000 mal 1000, weil das wird sich komplett verziehen und das wird einfach nicht gut aussehen. Dann machst du einfach Folgendes, du machst eine Seite auf 1000 Pixel, da hast du zum Beispiel die Länge auf 1000 Pixel, aber die Höhe nur auf 800 Pixel und dann nimmst du einen weißen Hintergrund, machst den 1000 mal 1000 und kopierst das Bild einfach drauf. Dann hast du einen weißen Hintergrund und die Struktur passt einfach. Wenn du jetzt in einem Shop bist, dann ist da nicht alles so, rechts ist etwas länger als links. Das sind so Feinheiten, worauf ich immer achte. Das Produktbild ist zwar ein bisschen kleiner, aber das merkt der Endverbraucher nicht, weil es passt ja alles von der Struktur her. Es hat sich nichts verzogen, weil du eben immer 1000 mal 1000 hast. Und das ist immer wichtig. Deswegen, ich sage immer 1000 mal 1000, das konvertiert am besten. Und wichtig ist dann auch noch die Bildgröße. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild hast, was, weiß ich nicht, 1 MB groß ist oder 500 KB, auf keinen Fall hochladen. Auch mit dem Bild machst du wieder Folgendes. Es gibt bei Apple oder wenn du Photoshop benutzt, gibt es diverse Möglichkeiten, das Bild in der Qualität kleiner zu machen, auf ungefähr 160 KB, sage ich mal, oder zwischen 120 und 160 KB. Und danach gehst du in das Tool tinypng.com, heißt die Seite. Da lädst du das Bild hoch und der komprimiert das Bild noch einmal. Der legt dann einen verschwommenen Filter rüber, den der Kunde oder den das menschliche Auge nicht sieht. Und dadurch wird das Bild unter 100 KB. Und die Bilder müssen immer unter 100 KB sein. Das ist immer das, was ich jedem sage. Weil dann lädt die Seite sehr, sehr, sehr schnell, wenn du das Bild unter 100 KB hast. Wenn du jetzt ein Bild hast, was 500 KB groß ist, dann braucht dein Handy erstmal, wenn du in der Bahn sitzt, 10 Minuten, bis nur ein Produkt mitgeladen ist. Ja, das ist ein ziemlich guter Hack, vor allem im Bereich, wie man Bilder kleiner kriegt und sowas. Da sagen ja die verschiedensten Leute die verschiedensten Dinge und es gibt so viele Tools. Cool, das ist eine gute Step-by-Step-Anleitung auf jeden Fall. Also wirklich wichtig ist 1000 mal 1000, das ist mit das Wichtigste und wirklich darauf achten, dass das Bild, wenn es fertig ist, nicht größer als 100 KB ist. Wenn es 110 ist, ist es auch noch okay. Aber grundsätzlich sage ich 100 KB. Beim Header darf es ruhig 200 sein, aber grundsätzlich 100 KB und bitte keine Slideshow. Nee. Keine Slideshow. Okay. Weil Slideshow, ich sag mal, das ist cool, aber das sind ja dann 3, 4, 5, 6 Bilder, die erstmal laden müssen. Und dadurch geht der Page-Speed wieder down. Sondern natürlich, wenn man dann irgendwann sich einen Namen aufgebaut hat, zum Beispiel Amazon oder Zalando, die können das machen. Weil wenn ich auf Amazon gehe, dann weiß ich zu Hause im Kopf noch, oh, ich wollte noch was auf Amazon gucken oder oh, ich wollte noch was auf Zalando gucken. Deswegen, da kann man sowas machen. Aber wenn du neu bist und keiner deinen Shop kennt, dann würde ich erstmal die Slideshow beiseite lassen, auf jeden Fall. Okay, super gut, danke. Letzte Frage zum Thema Bilder. Du kennst es ja bestimmt vor allem im Bereich Fashion, dass die AliExpress-Hersteller Bilder von Bloggern benutzen. Also irgendein Blogger hatte eine sehr gute Sonnenbrille an und die kopieren diese Sonnenbrille und sie nehmen auch sein Bild. Wie kritisch siehst du das? Also wie kann ich sicherstellen, dass ich nicht darauf reinfalle und vielleicht ein Bloggerbild verwende, dieses dann vermarkte, am besten noch vielleicht mit Facebook-Werbung oder so und ich dann dieses Copyright-Problem in Umlauf gebracht habe? Ich sehe es nicht so kritisch. Natürlich ganz erlaubt ist es jetzt auch nicht. Okay, verstehe. Also natürlich, man kann das machen, das machen viele und es passiert auch erstmal gar nichts. Was ich aber vielleicht machen würde, ist, ich würde diesen Blogger anschreiben und fragen, hey, können wir dein Bild verwenden? Und wenn er zum Beispiel Instagram hat oder sowas, dann kann man ihn ja eventuell verlinken auf irgendeine Art und Weise. Wenn du es jetzt als Produktbild benutzt, kann man in die Produktbeschreibung schreiben, Instagram-Account vom Model der und der, ne? Dass man irgendwie... Also grundsätzlich kann man das Bild benutzen, finde ich, weil er hat es ja auch veröffentlicht. Er hat es ja veröffentlicht, jeder kann sich das angucken, deswegen warum nicht weiterverwenden? Ich sehe sowas auch so, aber das Copyright ist halt irgendwie ein bisschen... Das Copyright ist trotzdem da, auf jeden Fall. Trotzdem dämlich, aber es ist nun mal so in der EU. Die Amis sind ja da viel entspannter. Genau, aber in Amerika kannst du es machen, ist ja so, aber hier in der EU leider nicht. Ich würde es trotzdem machen, ich würde es versuchen, auf jeden Fall. Oder ich würde vielleicht vorher mal den Blogger anschreiben, die antworten ja auch in der Regel eigentlich. Ne? Oder wenn man die anschreibt und fragt, ob man das Bild verwenden kann. Ja. Sehr gut. Cool. Eine Frage zum Thema, das Paket kommt nun beim Kunden an und auf einmal wird da jetzt draufstehen irgendein chinesischer Name als Versender und da wird wahrscheinlich auch ein Wert draufstehen, weil natürlich das einen gewissen Wert nicht überschreiten darf. Wo sind da die Schwierigkeiten mit Zoll und so weiter? Ne? Also grundsätzlich,
solange das Produkt unter 22 Euro Warenwert ist, passiert beim Zoll ja erstmal gar nichts. Die Chinesen, die machen das ja immer so, die schreiben da einen Wert drauf, auch den Wert, der es wert ist, der Wert, der verkauft wird, zum Beispiel jetzt 5 Euro, dann schreiben die ja 5 Euro drauf. Und dann passiert beim Zoll nichts anderes, das wird einmal durch den Scanner geschickt, dann kommt dann dieser grüne Aufkleber drauf, der immer sehr, sehr, dieser grüne Aufkleber, der zeigt halt, dass das Paket irgendwo beim Zoll war. Und dann weiß der Kunde natürlich auch, dass das Paket aus China kommt, weil ja auch ein chinesischer Absender draufsteht. Ich weiß nicht genau, wie das bei uns läuft, aber bei uns ist das echt interessant. Ich habe mir das nämlich mal, ich habe mal ein Testprodukt nach Hause bestellt, ohne dass mein Händler Bescheid wusste. Und ich habe mich echt gewundert, weil es war ein deutscher Absender auf dem Paket drauf. Und es war kein Aufkleber vom Zoll oder ähnlichem zu finden. Das habe ich mir dann mal nachgefragt und dann sagte sie, dass es beim Zoll extra für uns nochmal bearbeitet wird. Das heißt, dass ein deutscher Absender auf das Paket draufkommt. Aber nicht wir, sondern irgendein toter Briefkasten, sage ich mal. Und damit die Kunden nicht sehen, dass es aus China kommt. Habe ich auch noch nie erlebt. Aber grundsätzlich würde ich jetzt sagen, es ist nicht schlimm, wenn die Leute sehen, dass es aus China kommt, weil eigentlich die Leute, die reißen das Paket auf und gucken gar nicht, wer da jetzt draufsteht als Absender. Finde ich. Okay. Und wenn ich das Produkt für 60 Euro verkaufe, es kostet mich im Einkauf aber nur 5 und der Chinese schreibt drauf, Wert 5 Euro, auch das ist nicht schlimm. Die verstehen das wahrscheinlich nicht mal, die Kunden, ne? Genau, das ist überhaupt nicht schlimm, wenn da jetzt draufsteht. Wenn du jetzt ein Produkt für 100 Euro verkaufst und da steht nur 5 Dollar drauf, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Das ist ja, ist ja nichts legal. Das ist ja völlig erlaubt und die meisten Kunden, die sehen das auch nicht. Das sind dann wirklich die Leute, die sich wirklich alles 10-mal angucken, bevor die irgendwas kaufen. Das sind dann vielleicht die, die sich melden würden, aber selbst dann ist es überhaupt nicht schlimm. Okay. Und Thema Rechnung. Ich habe gehört, man soll dem Hersteller immer dazu schreiben, bitte keine Rechnung dazu. Und man selbst versendet dann eine Rechnung per E-Mail oder versendet man erstmal keine, wenn man mit Privatleuten Business macht und nur auf Anfrage schickt man den Leuten eine Rechnung? Wir machen es auch so. Unsere Pakete generell enthalten keine Rechnung. Unsere, weil wir bekommen ja die Rechnung vom Händler. Wir bekommen ja einmal in der Woche eine große Rechnung vom Händler, wo dann draufsteht, was wir bezahlen müssen. Einmal pro Woche. Und dadurch fällt schon mal die Rechnung im Paket weg, weil der Kunde, der soll ja nicht noch unsere Rechnung bezahlen. Ja, aber weil ihr ja sozusagen einen Rahmenvertrag habt, aber jetzt für den Anfänger, sag ich mal, der vielleicht eher mit einzelnen Händlern aus AliExpress zusammenarbeitet, der wird nicht diesen Rahmenvertrag haben. Der wird jede Bestellung. Ich würde euch auch sagen, ihr schickt mir die Bestellungen einmal am Tag, ich schicke euch eine Rechnung einmal am Tag. Das heißt, er schickt euch nachher eine Rechnung, die überweist ihr und er schickt die Bestellungen raus. So, und Rechnungen generell, erstmal, wenn bei Shopify ist es ja so, die bekommen ja erstmal eine Bestellbestätigung, da steht ja auch schon mal drin, das sieht ja aus wie eine Rechnung, ist aber keine offizielle Rechnung, aber da steht ja drin, was sie bezahlt haben und was sie gekauft haben. Und Rechnungen schicken wir nur dann raus, wenn auch jemand fragt. Es sind wirklich, von 100 Bestellungen ist es vielleicht 0,5, die nach einer Rechnung fragen, also die nach einer richtigen Rechnung fragen, weil das sind dann die Leute, die die Rechnung von den Steuern absetzen wollen. Aber ansonsten reicht das aus, was Shopify anbietet, diese Bestellbestätigung, da steht ja genau drin, was du bestellt hast. Das reicht aus, also du brauchst jetzt nicht immer eine Rechnung erstellen für jede Bestellung, nur dann, wenn wirklich jemand nachfragt, damit er sieht, was da Mehrwertsteuer drauf ist und, ne? Okay, wenn ich jetzt aber, ich fange heute an mit meinem Store, der geht jetzt live und ich habe jetzt 100 Produkte verkauft, das heißt, es wurden 0 Rechnungen generiert und erst wenn der 101. Kunde fragt, ich hätte gerne eine Rechnung, dann kriegt er eine Rechnung von mir, auf der dann die Rechnungsnummer 1 steht oder wie, weil es muss doch fortlaufend sein bei uns in Deutschland, ne? Man muss doch eigentlich jedem eine Rechnung ausstellen, wenn man etwas verkauft, oder? Ja, genau. Ach so, dann hatte ich das jetzt falsch verstanden. Ich dachte jetzt, wie du automatisierst eine Rechnung sendest. Du hast das auch richtig verstanden, aber das war jetzt weiterführend. Das war jetzt das Nächste. Okay, wir benutzen zum Beispiel das Tool Safdesk. Das ist auch für Shopify, das ist eine App, mit der kannst du automatisiert Rechnungen erstellen. Das heißt, Safdesk guckt genau, wer hat bei dir jetzt bestellt und erstellt dazu direkt eine Rechnung. Alles aber im Nachhinein, also alles im Cockpit, sage ich mal. Auf diese Rechnung kannst du jederzeit zugreifen und kannst sie jederzeit runterladen. Das heißt, die werden automatisch erstellt, aber nicht versendet. Das heißt, okay. Es ist auch fortlaufend. Und wenn dann jemand eine Rechnung haben will, dann gehst du in das Tool rein, klickst auf Download-Rechnung von Bestellung 1006 und dann hast du die Rechnung. Also das ist auch relativ einfach zu bewältigen. Okay, cool, sehr gut. Also jetzt habe ich meinen Shop fertig gemacht und jetzt will ich mich um das Thema Datenschutz, DSGVO und so weiter kümmern. Was ist denn dein Tipp, wie ich das
vielleicht einfach an eine zentrale Stelle schicken kann, die sich komplett kümmert, die einmal die rechtlichen Sachen im Hintergrund macht, aber auch die technischen, sowas wie den Cookie reinsetzen oder dieses extra Häkchen, was da in den Shop rein muss. Also wie kann ich mich rundum DSGVO-konform machen? Also grundsätzlich ist es so, du kannst über die Website Trusted Shops, da gibt es einmal die Möglichkeit, alles kostenlos zu erstellen. Das ist erstmal für den Anfang, reicht es vollkommen aus. Wenn du jetzt aber sagst, du willst noch mehr in die Richtung DSGVO-konform gehen, also wirklich 100% abgesichert sein, da musst du ein bisschen in die Tasche greifen und dir das kaufen, sage ich mal, ne? Also dass ein Anwalt also tatsächlich einmal alles überprüft bei dir. Und das kostet in der Regel, ich sag mal, maximal 300 bis 400 Euro. Kannst du auch über Trusted Shops machen. Ich kann dir aber gleich nochmal einen Link senden über ein anderes Tool, was das auch macht, wo es dann ein richtiger Anwalt ist. Also wenn du wirklich sagst, du willst es 100% haben. Ich habe jetzt den Link oder die Seite nicht im Kopf, wie das genau heißt, wo wir das gemacht haben. Ich werde es aber gleich noch einmal nennen. Ansonsten über Trusted Shops, da kann man das auch über Bezahlungen machen. Also über, indem man Geld bezahlt, statt kostenlos. Und ist es dann so, dass er sozusagen das Risiko trägt? Also in irgendeiner Form, wenn dich jetzt jemand abmahnen würde, er hat gesagt, es wäre okay. Also der Anwalt sagte, das wäre okay. Und deswegen geht jede Beschwerde an den Anwalt. Er muss sich drum kümmern. Der Anwalt hat ja dein Datenschutz geschrieben oder dein Widerrufsrecht. Und wenn er zu dir sagt, das ist in Ordnung, dann gehst du auch davon aus, dass es in Ordnung ist. Da solltest du natürlich alles schriftlich versuchen festzuhalten. Und dann trägt er auch in dem Falle die Verantwortung. Wenn er sagt, dass es so in Ordnung ist. Wenn er sagt, das und das ist nicht in Ordnung, das müsst ihr rausnehmen, das könnt ihr aber nicht rausnehmen, weil ihr dann wahrscheinlich vielleicht das oder das Produkt nicht mehr verkaufen könntet, dann haftest du. Aber dass man abgemahnt wird, das ist sehr, sehr, sehr selten, vor allem, weil das DSGVO ja sowieso noch nicht so ganz hundertprozentig... Niemand weiß. Niemand weiß, wie das wirklich funktioniert. Und ich glaube, da halten sich auch ganz, ganz viele nicht so wirklich dran. Nee. Und der zweite Teil der Frage ist, wie man das dann auch technisch umsetzt. Also hast du da vielleicht einen Kontakt, jemand, der wirklich weiß, wo der Cookie hin muss und wie man das Häkchen da reinsetzt und so weiter. Weil da gibt es ja auch so viele Versionen. Die einen sagen, deine Webseite darf gar nicht laden, bevor man nicht sein Agreement gibt. Die anderen sagen, ein kleiner Banner oben reicht schon aus. Wer kann das technisch umsetzen, dass das gut ist? Technisch umsetzen kannst du nur du selber das, indem du da im Code ein bisschen dran rumschnibbelst, aber wenn wir mal ehrlich sind, ich habe selber auch nicht drin. Okay, und du verkaufst auch in die EU, oder? Ja, ich verkaufe europaweit, ja, in alle Länder. Also nicht in alle Länder, aber Niederlande, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Spanien. Okay, aber es ist ja auch tatsächlich so, dass wir alle selbst nicht wissen, was da ausreicht. Ne? Wir wissen nicht, ob wir einen Cookie brauchen. Das weiß niemand so wirklich. Ich glaube, das wissen die, die das DSGVO geschrieben haben, die wissen auch nicht so wirklich, muss es jetzt da rein oder muss es nicht da rein. Ne? Es gibt sämtliche Webseiten, die das noch gar nicht drin haben und die werden auch nicht abgemahnt. Und ich finde, man braucht es jetzt erstmal so unbedingt, gerade für den Anfang braucht man das nicht. Und wie gesagt, wir haben es selber auch noch nicht drin. Und wir machen schon sehr, sehr gute Umsätze. Deswegen, ich würde da vielleicht für den Anfang, da würde ich mir jetzt erstmal den Kopf so gar nicht drum zerbrechen, wegen diesem Cookie. Also da gibt es wichtigere Dinge erstmal zu tun. Okay. Ja, es ist halt, man hört es halt von den Medien und so. Und klar wird keiner abgemahnt, aber einer von... weiß ich nicht, wie vielen 100.000 Shops wird dann mal abgemahnt und dann denkt man so, ui, vielleicht sollte ich da mal was unternehmen. Aber ich glaube, wenn man schon ein bisschen was unternimmt in dem Bereich, sind schon die potenziellen Abmahner happy und gehen dann einfach weiter zum nächsten Shop, der vielleicht überhaupt nichts gemacht hat, so wie jetzt deiner. Ja, richtig, richtig. Okay, cool. Also das waren auch meine Fragen tatsächlich. Ich gucke nochmal hier ein bisschen DSGVO. Ach so, ja, ich wollte noch fragen, aber das hattest du mir jetzt schon gesagt, ob deine Stores in Deutschland registriert sind, eben aus datenschutzrechtlichen Gründen und den ganzen Problemen, die man in der EU haben kann, dachte ich, dass du vielleicht deinen Store in Hongkong registriert hast oder sonst wo, wo es ein bisschen unternehmerfreundlicher ist, aber du sagtest, dass du das wirklich in Deutschland hast. Ja, ich habe es in Deutschland registriert, ja, tatsächlich, ja. Als GmbH auch, oder? Als GmbH, ja, genau. Okay. Also wir haben einen noch laufen als Einzelunternehmen. Mhm. Und zwei haben wir in der GmbH und übernommen. Und es ist dennoch möglich, ja, weil es ist halt der Tipp von vielen, dass sie sagen, geht ins Ausland, weil die ganzen rechtlichen Sachen und so in Deutschland. Ja, man könnte auch nach Dubai gehen, dann müsstest du keine Steuern zahlen. Aber ich
würde sagen, einfach in Deutschland bleiben. Ich verstehe nicht, wo die Schwierigkeit ist, das umzusetzen. Ich weiß, Deutschland ist sehr, sehr streng, was sowas angeht, aber es ist alles möglich und es ist auch alles sehr, sehr einfach möglich. Und ich glaube einfach, dass sich die meisten einfach immer den Kopf bei sowas zerbrechen, wobei die eigentlich schon längst anfangen hätten können. Und sich über solche Gedanken, finde ich, kann man sich dann Gedanken machen, wenn das schon läuft. Also wenn es läuft, dann kann ich gucken, okay, wie kann ich mich jetzt verbessern? Jetzt will ich mich mal DSGVO verbessern, dann mache ich das. Aber im Hintergrund läuft der Shop schon die ganze Zeit. Das ist immer so Sachen, die man muss nicht perfekt sein, um auftreten zu können. Man sollte aber schon eine gewisse Struktur haben. Natürlich, man sollte auch einen Datenschutz und sowas alles schon implementiert haben. Wenn es jetzt noch nicht 100% korrekt ist, macht das auch nichts für den Anfang. Das kann man alles im Nachhinein noch ändern. Das ist überhaupt nicht schlimm. Erstmal live gehen, würde ich sagen, erste Umsätze erzielen, bevor man so viel Arbeit und Energie in das Projekt reinsteckt und man merkt, okay, am Ende, das war es doch nicht so wert jetzt, weil das Produkt ist vielleicht nicht so toll oder das Projekt ist scheiße. Deswegen würde ich sagen, sollte man da anfangs erstmal nicht so viel Energie reinstecken. Das ist auch ein sehr guter Tipp. Sehr viele Menschen werden so zurückgehalten wegen diesen ganzen Sachen, die man optimiert haben will und perfekt machen und rechtliches und hier und da. Dabei hat man noch nie einen Euro gemacht und vielleicht war die Idee komplett für den Müll. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass man live geht und plötzlich sieht die ganze Welt den Shop. Ganz im Gegenteil, das sieht erstmal niemand und man muss sich mal wirklich um Marketing und Traffic kümmern. Genau, das ist nämlich dann auch die nächste Hürde. Ich meine, Shop aufbauen ist die eine Sache. Aber das noch viel schwierigere ist ja das Marketingkonzept, das Traffic, die Conversion zu bekommen. Das ist in meinen Augen ein ganz, ganz schwieriger Part, weil es auch mit viel Angst verbunden ist, weil viele Menschen einfach Angst haben, Geld auszugeben oder Geld zu verbrennen. Und das gehört einfach dazu. Viele Menschen sagen, scheiße, jetzt habe ich 500 Euro ausgegeben und ich habe noch nicht 1 Euro verdient. Das gehört leider dazu, das ist einfach so. Und das ist immer noch so eine Angsthürde, die ganz, ganz viele Menschen haben. Und woran auch die meisten Menschen tatsächlich scheitern, ist eben das Gefühl Angst, weil das ist eine Emotion, die können wir nicht stoppen im ersten Augenblick. Das sind negative Glaubenssätze, die wir in unserem Kopf uns zusammenreimen und deswegen laufen die Projekte von den meisten Dropshippern auch nicht, weil die eben diese negativen Glaubenssätze haben. Angst, Emotion, Emotionsangst. Das assoziieren wir dann mit irgendwas, wir werden nicht erfolgreich und das ist das Hauptproblem, was ich gerade zurzeit im Dropshipping sehe, auf jeden Fall. Dass man denkt, das muss klappen und das muss funktionieren. Genau. Also ich bin auch von Anfang an sagen, das wird richtig geiles, das wird ein richtig geiles Projekt, ich werde richtig durchstarten und man darf, also es ist normal, dass man mal auf den Boden fällt oder mal richtig tief fällt oder mal 1000 Euro das letzte Geld ausgegeben hat, das ist völlig normal, das gehört einfach dazu. Das ist nicht so, dass es von jetzt auf gleich funktioniert, auf gar keinen Fall. Man muss sich schon von Anfang an sagen, das wird richtig geil, ich rock das Ding und selbst wenn ich mal eine Woche lang nichts verdiene, obwohl ich schon eine Woche lang Traffic draufschalte und eine hohe Conversion Rate habe, mache ich trotzdem weiter. Ich mache weiter so lange, bis ich meine Verkäufe erziele und meine eigenen Ziele mit diesem Shop erreichen kann. Natürlich, man sollte sich das Ziel immer möglichst hoch setzen und sich dazwischen immer kleine Zwischenziele setzen, weil sonst hat man das Ziel ja schnell erreicht, wenn man sich jetzt ein kleines Ziel setzt. Wenn ich jetzt sage 20.000 Euro Umsatz, dann ist das für mich ein kleines Ziel. Deswegen sage ich immer, große Ziele setzen mit vielen Zwischenzielen. Das ist auch ein sehr guter Hinweis. Also Mindset ist da wirklich auch das Hauptproblem. Mindset ist das A und O, auf jeden Fall. Das lernen wir auch nochmal in meinem Coaching. Da gehen wir auch nochmal intensiv aufs Mindset ein. Das richtige Dropshipping-Mindset habe ich das genannt. Weil ich finde, das gehört dazu, weil es ist nun mal so, ich will zum Beispiel auch nicht mit Leuten arbeiten, weil bei uns ist es ja so, dass wir jetzt so wie wir beide uns 1:1 unterhalten und dann will ich auch nicht mit irgendeinem zusammenarbeiten, der da irgendwie rumnörgelt oder sagt, das klappt nicht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist es einfach der falsche Teilnehmer, dem gebe ich dann gerne das Geld wieder zurück. Und auf jeden Fall, das ist total wichtig, auch immer zu sagen, für wen der Kurs nicht ist, weil jeder, der halt dieses Mindset hat, es geht nicht, da wird nie was gehen. Egal ob Dropshipping, egal was auch immer diese Person machen will, es ist wirklich alles im Kopf. Es fängt im Kopf an. Genau. Und dann hat man idealerweise jemanden, der einem wirklich Step-by-Step sagen kann, wie es geht. Und nicht so wie ich halt über sehr, sehr viele Umwege, sehr, sehr viele Gespräche mit sehr, sehr vielen Menschen mir alles zusammengebastelt habe. Genau, das ist halt fängt immer im Kopf an. Das ist das Wichtigste. Das ist so wie mit Geld. Viele sagen, Geld ist negativ, Geld ist nicht Geld sieht scheiße aus.
Dabei ist Geld auch nur ein Gebrauchsgegenstand, sage ich mal. Und man muss sein Geld einfach lieben, egal ob man viel hat oder wenig hat. Und man sein Geld nicht. Man braucht eine gute Beziehung damit. Das genau, ist man muss, genau, als wenn es seine eigene Frau ist oder Mann ist. Also muss man auch mit Geld umgehen. Das ist einfach so. Und das Geld für tolle Dinge ausgeben und nicht fürs jedes Wochenende saufen gehen oder so, sondern investier in dich. Ne? Also Facebook-Werbung als Beispiel. Ja, ist echt so. Keine Handtasche, sondern ein paar Ads. Genau. Und das wird dich langfristig auch nach oben bringen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das denke ich auch. Sehe ich genauso wie du. Super. Sehr cool. Okay, also ich bin mit meinen Fragen durch. Sehr cool. Das war großartig. Vielen, vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen. Ich werde das jetzt umsetzen. Wie gesagt, wir wollten 3 Tagen launchen. Mal gucken, ob wir das jetzt machen. Aber die Sachen, die du sagtest, müssen auf jeden Fall rein. Und unser Theme, wahrscheinlich werden wir das dann tatsächlich ändern. Weil ich glaube, erstmal geht nichts über Ladezeiten. Ne? Also da klickt jeder weg, wenn es länger als 3 Sekunden geht. Ja, wie gesagt, wenn ihr in Amerika live gehen solltet, dann könnt ihr das auf jeden Fall probieren. Ich würde es jetzt auch so erstmal lassen, wie es jetzt ist. Wenn ihr sagt, ihr geht in Amerika live mit dem Theme, dann würde ich es vielleicht so lassen. Wenn ihr aber sagt, nein, ich gehe in Deutschland live, dann würde ich es umändern. Dann würde ich es abändern. Okay. Dann machen wir das so. Super. So würde ich es auf jeden Fall machen. Sehr cool. Mega. Vielen Dank. Und ja, sehr gerne. Zum nächsten Mal. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn du jetzt noch Fragen hast, dann kannst du die Fragen gerne in den Kommentaren stellen und vielleicht können wir auch mal gemeinsam so ein 1:1 Live-Call machen.